weiter zum nächsten Beitrag in diesem Blog. Und ich freue mich, jemanden vorzustellen, den Professor Götz-Rehn, den man nicht vorstellen braucht, weil er für jeden hier bekannt ist. Er ist als Gründer von Alnatura diese Marke groß gemacht, wo andere an sowas noch nicht gedacht hat. Und was mich persönlich freut, ist einfach, dass er auch in vielen Bereichen immer viele, viele Schritte hinausgedacht hat, auch über den Markt, das Soziale im Blick gehabt hat und es auch immer noch tut. Ich bin sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Herr Professor Röhn, bitteschön. Liebe Mitunternehmerinnen, liebe Mitunternehmer, wir haben jetzt ungeheuer viel gehört über die Situation Bio, die Chancen, die Risiken, und ich möchte Ihren Blick noch etwas erweitern. Erweitern dahingehend, dass wir mal über den Tellerrand schauen und das Phänomen Wirtschaft etwas genau anschauen, denn Bio hat sehr viel mit Wirtschaft zu tun. Bio ist eben eingebunden in die Wirtschaft, hier auf der einen Seite die Bäuerinnen und Bauern, die Biobauern und Bäuerinnen, und auf der anderen Seite den Kunden, und dazwischen ist ein langer Wertbildungs-, Wertgestaltungsprozess. Und Bio kommt für mein Verständnis bei Weitem nicht so gut voran, wie es sein sollte und müsste, angesichts der vielen Themen, die wir auf der Erde haben. Und das hängt meines Erachtens eindeutig daran, dass Bio zu normal, zu professionell im üblichen Sinne agiert. Das hat nichts mit dem Anbau zu tun, sondern das hat damit zu tun, die Art und Weise, wie man in der Biowirtschaft, im Fachbereich agiert. Und dazu möchte ich einige Anregungen kurz vor Mittagessen mit Ihnen teilen. Das sind meine drei Themen. Ich möchte beginnen mit Wirtschaft und Gesellschaft und einer Studie GfK dieses Jahr, wo es um das Vertrauen der Menschen in verschiedene Berufsgruppen geht. Und für mich war es erstaunlich, erschütternd, muss ich wirklich sagen, dass die Politik inzwischen bei 14% angekommen ist, also auf dem allerniedrigsten vorstellbaren Level. Das ist eine Wirklichkeit, das ist eine Realität. Dahinter steht eine große Unzufriedenheit gegenüber was eigentlich. Und wenn man etwas weiter schaut und die letzten Monate sich vor Augen führt, so erkennen wir, glaube ich, ganz deutlich, dass immer mehr Menschen feststellen, dass die eigentlichen Probleme, die sie inzwischen kapiert haben, Großteil der Menschen hat diese Probleme verstanden, dass die einfach nicht bearbeitet werden. Und es ist bei den Vorrednern mehrfach auch gesagt worden, wir brauchen Leitplanken. Ja, wir brauchen Leitplanken. Ohne Gesetze werden wir die Probleme nicht lösen. Und sich nur darum zu drücken, das wird nicht reichen. Und ja, klatschen wir für eine bessere Zukunft. Der eigentliche Grund ist eigentlich der, dass das Wirtschaftsleben, das ja unsere gesamten Lebensbereiche gestaltet und bestimmt, zu sehr fokussiert ist auf den Profit und den Nutzen. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber das ist das Leitseil. Und solange wir da uns nicht anders orientieren, werden wir unsere Probleme nicht lösen. Also wenn man das Klimaproblem nimmt und dann schaut, welcher Beitrag leisten wir Menschen selber. Ja, wir leisten den gesamten Beitrag, wodurch im Wesentlichen durch die Wirtschaft. Das ist einfach so. Und wir könnten anders handeln. Dafür gibt es viele Beispiele. Wir müssten es noch nur tun. Es geht nicht gegen profitable Lösungen. Die brauchen wir, aber die müssen für Mensch und Erde sein und nicht nur Profit gegen Mensch und Erde. Das macht gar keinen Sinn, so werden wir auf Dauer nicht existieren können. Und an der Stelle mehr Mut, Radikalität, das bräuchte allerdings gerade die Biobranche. Denn viele Bürgerinnen und Bürger, viele Konsumenten bauen darauf, dass wir ehrlich, authentisch, seriös arbeiten. Und das ist das, was wir noch in allen Bereichen verbessern können. Denn was wollen die Menschen? Es sind ja schon von meinen Vorrednern viele Beispiele gebracht worden. Sie haben ein Interesse an gesunder Ernährung, einer Verbesserung der Umwelt. Ich meine, so blöd kann man ja auch nicht sein, dass man freiwillig morgens ein Glas Glyphosat trinken würde als Cocktail zum Frühstück. Die Menschen haben es verstanden. Wir müssen nur mehr liefern. Wir müssen radikaler, klarer agieren. Und wenn Sie sich die einzelnen Punkte hier nochmal anschauen,
ist ja egal, welche Studie wir fragen, immer, wir brauchen noch ein paar Studien. Ich glaube, die Zeit der Studien ist rum. Wir müssen handeln, da bin ich ganz bei Ihnen. Wir müssen etwas ändern. Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist, dass die Menschen, die arbeiten, und es geht Ihnen so, es geht mir so, wir wollen was Nützliches tun, wir wollen was Sinnvolles tun, wir wollen nicht einfach nur arbeiten und Geld generieren und dann im Nachhinein abends uns klar machen, das, was ich gerade getan habe, trägt weiter zum Untergang der Zukunft bei. Also wir wollen gesellschaftlich nützliche Tätigkeiten. Und das Ganze, und das ist doch das Interessante, findet jetzt in einer Situation statt, in der die Gesamtgesellschaft in einer großen Transformation ist. Wir denken alle noch Industriezeitalter. Wir sind aber dabei, das machen wir auch wieder selbst, ins Informationszeitalter hinüber zu wechseln. Wir sind teilweise schon mit der Hälfte von uns da drin gelandet. Und dort ist alles anders. Darüber könnte man einen eigenen Vortrag halten. Aber was ganz wesentlich ist, wir sind in einer vernetzten Welt, in der jeder Mensch sich so ermächtigt hat und so fit sein kann, weil er an alle Informationen drankommt, dass wir nichts mehr von oben nach unten machen können, sondern auf Augenhöhe arbeiten werden und müssen. Und das wird unsere gesamte Struktur und ist schon dabei so verändern, dass es umso wichtiger ist, jetzt diese inhaltlichen Schwerpunkte zu setzen. Und das A und O, um die Dinge anders zu machen, ist, sie anders zu denken. Das ist ein Zitat von Joseph Beuys: Wer nicht denken will, fliegt raus. Ja, wir fliegen aus der Wirklichkeit, und lassen Sie uns wirklich offen miteinander umgehen. Ich rede jetzt zur Biobranche, denn die Biobranche ist ein Bewusstseinspfeiler, so könnte man sagen, oder könnte es sein in unserer Gesellschaft, und die Erwartungen der Kunden sind höher als das, was wir liefern. Und da sollten wir uns noch stärker anstrengen. Also es geht darum, wie kann der Mensch im Mittelpunkt unseres Tuns sein. Der Mensch im Mittelpunkt, ein Zitat von Gottlieb Duttweiler, den Text nebendran können Sie auch lesen, da reicht jetzt nicht die Zeit, man kann jeden Satz unterschreiben. Es ist uralt, 1895 formuliert, muss man sich mal vorstellen. Und das ist doch das A und O. Begreifen wir doch endlich, wofür Wirtschaft da ist, nämlich für Menschen. Und wenn wir dann die großen Ziele formulieren wollten, so würde ich sagen, auch wenn es philosophisch sich anhört, aber ich glaube, das trifft den Punkt ganz gut, es geht um die Vermenschlichung der Wirklichkeit. Es geht darum, gegenüber der Natur so zu arbeiten, dass sie sich besser entwickeln kann mit uns, als das ohne uns der Fall wäre, was ja der biologische Landbau als Beispiel tut. Und andererseits geht es um die Verwirklichung unserer Menschlichkeit, nämlich nicht im bequemlichen Dahinsiechen, sondern unsere schöpferische Freiheitskraft zu erkennen und dementsprechend an uns zu arbeiten. Ich kann Sie nicht davon verschonen, darauf zu achten, dass wir heutzutage das Wirtschaftsleben als und die wirtschaftliche Denke als den Faktor anschauen, der alles andere bestimmt, bis ins Gesundheits-, ins Bildungswesen. Es gibt nichts, was nicht primär aus diesen Nützlichkeitsgesichtspunkten heraus gestaltet wird. So werden wir nicht weiterkommen. Und es macht auch keinen Sinn, über die Wirtschaft zu schimpfen. Denn die Wirtschaft kann sich selbst keine Sinngebung geben. Die Wirtschaft muss effizient sein, das ist ihre eigentliche Aufgabe. Sparsam mit den Ressourcen umgehen. Aber wir müssen der Wirtschaft einen Sinn geben in der Form, dass wir sagen, wofür, warum arbeiten wir? Und das ist der Zusammenhang, den wir herstellen sollten. Nun zu meinem dritten und letzten Punkt, nachhaltig wirtschaften. Ich bringe jetzt einfach mal ein paar Beispiele, nicht weil wir das machen, da kenne ich mich eben besser aus als bei Ihnen, Sie machen sicher auch Vergleichbares, aber nur um zu zeigen, dass man eben radikal nachhaltig agieren kann. Und Bio ist ja nur ein Beispiel für eine ganzheitliche Arbeitsweise. Das muss aber weitergehen in alle Bereiche, ins Soziale, ins Rechtliche und in die gesamte Wirtschaft, und da ist deutlich mehr möglich. Und das honorieren Kunden auch, weil sie sagen, ja, man bemüht sich, konsequenter etwas zu tun. Erstes Beispiel hier, gemeinsam Boden gut machen, eine Initiative zwischen NABU und Alnatura.
immerhin in 3 Jahren haben wir 10.000 Hektar jetzt in Umstellung. Wenn Sie sich vorstellen, dass in ganz Deutschland im Jahr nur 100.000 Hektar umgestellt werden und wenn Sie sich gleichzeitig klar machen, zum x-ten Mal Agenda 2030, es soll entsprechend 20% Bioanteil geschafft werden, dann müssten wir im Jahr 150.000 Hektar umstellen. Würde also die verschiedenen Akteure im Biobereich mithelfen hier an der Stelle, denn auf den Staat können wir lange warten, die Gesetze kommen nicht und die Unterstützungen kommen nicht, dann könnten wir hier einen Schritt weiter sein. Jetzt zurück zu dieser Dreigliederungsidee, die ich Ihnen hier mal für Alnatura versuche konkret zu machen. Die gilt natürlich im Gesamtgesellschaftlichen, die gilt aber auch für einen kleinen sozialen Organismus wie ein Unternehmen. Es geht zunächst darum, etwas Sinnvolles für Mensch und Erde zu machen. Das ist das Ziel unseres Tuns. Und dann geht es darum, beste Qualität zu den günstigsten Preisen zu machen. Und damit die Qualität immer die beste ist, gibt es bei uns einen Arbeitskreis Qualität, der immer über die Qualität befindet. Ich bin weiter der Auffassung, dass die Art, wie wir zusammenarbeiten, in Zukunft neben den Produktideen, neben den Platzierungen, die eigentliche Differenzierung von Unternehmen darstellt. Also wie arbeiten wir zusammen? Schaffen wir es wirklich im Netz kollegial miteinander zu agieren, nah am Kunden, dann werden wir schneller sein als die anderen, die Mitarbeiter werden motivierter sein. Wir haben bereits erste Erfahrungen gesammelt. Es gibt einige Filialen, die ohne Filialleitung mit einem Team zwischen 30 und 35 Mitarbeitern sehr erfolgreich und sehr gut arbeiten. Um das weiter zu erproben, ist eine unserer Aktivitäten. Das eigentliche Ziel von uns, wie gesagt, Sinnvolles für Mensch und Erde zu schaffen. Der Sinn ist nicht automatisch da, den muss ich erst mal suchen. Und dann muss ich ihn finden und dann muss ich auch noch den meiner Handlung geben. Deswegen diese Verbindung zwischen Leistung und Preis, weil ohne die Sinngebung würden wir an der Qualität arbeiten und nur durch den externen Arbeitskreis können wir sicherstellen, dass wir eine entsprechende Qualität auf Dauer haben, die wir auch permanent weiterentwickeln. Wenn Sie jetzt einen Markt von uns anschauen, unabhängig jetzt von der Optik, dann haben wir eben sehr viel Naturmaterialien da enthalten und darum geht es. Wo können wir überall nachhaltig sein? Das fängt beim Ökostrom an, über die Holzregale mit Naturfarben, über damals der Erste, der Türen hatte vor den Kühltheken. Es geht gar nicht darum, der Erste zu sein, es geht darum, an jeder Stelle sich zu fragen, wie kann ich das, was wir in der Wirtschaft machen, nachhaltiger betreiben? Oder wir mussten zu unserer großen Freude einiges im Bereich Logistik machen und haben ein Lager aus Holz gebaut. Wir haben schon ein Verteilzentrum aus Holz. In diesem Lager sind 30.000 Euro Paletten und wir brauchen keinerlei Strom. Darum geht es besonders an der Stelle, um das zu kühlen oder zu heizen. Warum? Weil wir es 2 Meter in den Boden gesetzt haben und darunter das Grundwasser des Rheines fließt und das vollständig ausreicht, um diese Paletten da drin zu kühlen. Das ist ein Beispiel, wie wir mit der Natur arbeiten können. Und ich glaube, das ist das, was wir lernen müssen. Und noch ein weiteres Beispiel. Das ist unser rückwärtigen Dienste sozusagen, was man normalerweise Zentrale nennt. Aber für uns sind die Märkte die Zentrale. Diese Wände, die Sie dort sehen, die sind aus gestampftem Lehm, aus den Abfällen von Stuttgart 21. Das ist auch eine Art und Weise, wie man mit Natur arbeiten kann. Lehm ist einer der besten Baustoffe, die sind 60 cm stark und ja, da haben Sie kaum einen Energieverlust, sowohl bei der Herstellung, gut, die Stampferei hat etwas Strom gekostet, wenn das mal nicht mehr gebraucht wird, fällt es in sich zusammen. Es ist aber so stabil, dass man mindestens eine Laufzeit uns von 100 Jahren versprochen hat. Ich werde berichten, es ist weder lackiert noch sonst was, wenn ich wieder inkarniert bin natürlich, denn so lange wird es nicht mehr reichen. An diesem Gebäude haben wir auch ganz viele andere Dinge neu eingeführt, die darüber könnte man sehr lange sprechen. Ich möchte Sie nur ermutigen, neue Wege zu gehen mit diesen paar Bemerkungen. So sieht das Ganze innen drin aus, sind 10.000 Quadratmeter eine Fläche.
ohne Türen und Wände. Und das wird auch unterstützen die Art, wie wir in Zukunft anders zusammenarbeiten werden. Wir arbeiten noch viel zu sehr in den alten Strukturen. Die Zukunft ist eben, dass man in immer wieder anders zusammengesetzten Teams tätig sein wird. Wenn ich das zusammenfassen darf am Schluss, so ist es eben so, dass die Menschen, für die wir ja alle tätig sein wollen, im größten Stile und mit großem Interesse erwarten von der Wirtschaft, dass wir unsere Aufgabe erfüllen als doch prägender Bereich in einer Gesellschaft, in dem Sinne, dass wir nachhaltig sind. Und die Biobranche, die jetzt von ihren Wurzeln her genau sozusagen die Chancen hat, dass nicht nur durch die biologisch erzeugten Produkte und die entsprechende Verarbeitung, sondern in der gesamten Art und Weise, wie sie Wirtschaft betreiben, zu leben und zu zeigen, diese Chance sollten wir nutzen, dann wachsen wir nicht um jämmerliche 7%, sondern um zu erwartende 20% pro Jahr. Vielen Dank.